Da oben war kein Schalter, oder? Nee. Oh. Gut, dann brauche ich jetzt ja mein... Das ist kein Enterhaken. Meinen Enterhaken brauche ich dann. Nee. Nee, das ist schon mal nicht richtig. So ist das schon mal gar nicht richtig. Verdammt. Ist denn das richtig? Vielleicht, wenn ich da lang gehe und dann mal... Kein Kommentar zu meinen Sprungkünsten. Ich hab's gleich. Was sind da? So viele Vasen? Na, perfekt. Hat auch gar nicht lange fast gedauert. Die Kugel liegt jetzt ganz woanders. Aber ich glaube, ich komme so rum ran. Nee, ich komme so rum nicht ran. Warte. Was wollt ihr denn schon wieder? Geht's noch höher? Ich finde mir gerade gar nichts. Scheiße. Nee, so schon mal gar nicht. Der ist minimal knifflig. Der Dungeon. Wie ich denn jetzt lang? Oder so was, wo ich jetzt lang gehe. Ich habe auf jeden Fall schon mal den Schlüssel dafür. Was mir gar nichts bringt. Na, ah, das Ding schon wieder falsch geschaltet ist. Ach ja. Also gehen wir mal in die andere Richtung. Autsch. Muss ich hier runterspringen? Hey Typ, willst du zu mir? Okay Jungs, Kurohumin. Oh Gott. Ich hab mit dem wieder gemacht. So, ha! Ist das alles? Machen wir jetzt auf etwas gefasst. Kann ich die auch jetzt schon kaputt schlagen? Nee. Ich habe nur einen. Ich treffe nur die Hälfte, aber okay. Vielleicht hätte ich es besser, wenn ich hier ausschlage. Miststück, du hast eben meine Brüder besiegt. Dafür wirst du bezahlen, das schwöre ich dir. Mit diesen leeren Drohungen. So. Haben wir schon mal den Zwischenboss besiegt? Ist doch auch schon mal was. Das hier wohl. Das wird bestimmt kein Geheimnis. Ey, ich habe den Bossschlüssel gefunden. Den Großschlüssel lassen sich die Verstecke der Endbosse öffnen. Habe ich so auch noch nicht gehört. Ich drück mal den Knopf. So, jetzt komme ich dann weiter? Ich glaube fast nicht. Wenn ich springe, einfach mal da runter. Auch wenn ich mir nicht so sicher bin, ob ich da runter muss. Natürlich komme ich hier nicht weiter. Gerade so absurder Gedanke, dass ich da weiterkäme. Spring einfach mal runter. Das kommt mir jetzt irgendwie minimal bekannt vor. Ja, das ist aber immer noch falsch. Wie bin ich denn da das letzte Mal rübergekommen? Hoch auf mein exzellentes Gedächtnis.
So. So. Vielleicht. Nee, Moment, ich muss da durch und dann. Dann bin ich hier. Ah, ja, richtig. Und dann packe ich mein Schild wieder aus und stelle mich locker flockig in die Ecke. Joa. Wo die mir überhaupt nichts tun können. Ist halt nutzlos. Hier sind sie tatsächlich nutzlos. Die sind auch ein. Irgendwie so passt nutzlos. Die Diskussion hatten wir schon. Ich hätte gern die Fee. Kann ich mir die. Nein, 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 Aber ich habe jetzt gesehen, wie ich an die Kiste da rankomme. Aber ehrlich gesagt ist mir die Kiste scheißegal, weil ich danach nicht weiß, ob ich dann wieder hochkomme. Ich habe nämlich nicht aufgepasst eben. Was zum? Offensichtlich hole ich mir die Kiste doch und dann. Ja. Und es ist noch Geld drin. Toll, 20 Rubine, na toll. Könnte auch eine Muschel drin gewesen sein, aber da ich schon alle habe, bekomme ich jetzt eh nur noch Geld. Also gehen wir ein drittes Mal da rein. Der Raum ist toll, findet ihr nicht auch? Es passiert zu viel. Autsch. Erstmal, dass es besser funktioniert. So, nehmen noch ein bisschen Pulver mit. Für unterwegs, aber das Ding scheint da eh eingeklemmt zu sein. Jetzt nehme ich die Feder noch. So. So, das Ding zum Glück überhaupt nicht umständlich dahinter geworfen. Aber ich komme auch ohne mich selbst zu verletzen daran. So. Das ist nicht unbedingt der komplexeste Dungeon, aber ich mag ihn trotzdem. Es funktioniert hier nicht. Es funktioniert hier natürlich nicht. Ich komme hier auch nicht raus. Wie hat man das Ding jetzt darüber gebracht? Möglichkeit 1 ist, ich kann die Dinger hier verschieben. Lege ich mal da ab. Und dann testen wir es davor. Nein. Das funktioniert natürlich nicht. Ich habe mich das Ding wieder rübergebracht. Vor allem, ich komme jetzt natürlich nicht mehr raus. Ah, das ist jetzt. Minimal scheiße. Ich sehe schon, nimm den Weg oder bleib dafür immer oben. Ich kann zum Glück die Abkürzung hier nehmen. Abkürzung. Dauert nur ein bisschen länger. Versuchen wir es einfach mal so. Das könnte funktionieren. Nee, das ist zu absurd. Gut. Jetzt muss ich nur nochmal darüber hoch. Nochmal durch den scheiß Raum mit meinem Schild. Und hoffentlich nicht wieder runterfallen. Stell mich vielleicht lieber gleich darüber. Ich werde in die Ecke gedrückt. Hilfe, bloß weil ich rot bin. Das ist Diskriminierung. Das eine Ding ist einfach in der Luft explodieren. Da haben sie sich aber nicht so viel Mühe. Ja doch, da rum, nochmal rum und dann haben wir es schon. Dumm, dumm, dumm.
Könnte fast mal, ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber das täuscht. Was ist das überhaupt? Eine Stahlkugel? Und wenn ich genug Kraft habe, die Stahlkugel zu tragen, warum kann ich die Felsen nicht direkt, die Säulen nicht direkt einstürzen lassen? Und es geht abwärts. Ich mag diese Idee. Hab sie nochmal irgendwo bei einem Zelda? Ich glaube fast nicht, oder? So, jetzt ist der dritte Stock, der vierte Stock, der dritte. Nun, die Karte passt nicht mehr so ganz. Oder doch? Wer weiß. Egal, wir können jetzt auf jeden Fall nach da oben. Und war dann noch irgendwas? Da war der Kackraum. Wofür habe ich jetzt den Dings aufgemacht? Autsch. Ich gehe einfach weiter. Oh Gott. Was muss ich denn hier noch machen? Autsch. Macht mal hier einen ruhigen. Ey, geheimnisvolles Elixier, davon habe ich schon eins. Toll. Habe ich gleich davon mehr? Nee, davon kann man nur eins haben, ne? Natürlich. Aber schön, dass ich es noch gefunden habe. Das bringt mir jetzt zwar nichts, aber. Ich tue trotzdem so, als würde ich mich nicht drüber freuen. Hallo, hier kommt ein Vollstecker. Bald wirst du es bereuen, auf der Welt zu sein. Boah. Terranigma, nein. Terranigma von Gameboy wäre auch irgendwie komisch. So, was macht denn der Boomerang hier so? Nicht viel, okay. Kann dir leider keinen Schaden machen. Nehme ich halt die Greifenfeder. Ja, ich hab das. Ich weiß halt immer noch nicht, ob das Ding. Meine Energie! Ja, ich glaube, man. Man merkt es, glaube ich, dass ich stärker bin. Dich erwischt es auch noch, wenn der Windfisch aufwacht. Du und ich, wir sind sein Traum. Ich träume in Wirklichkeit nur, dass der Windfisch mich träumt. Wir haben gewonnen und mit dem Schwert und der fetten Rüstung ist das fast schon ein bisschen trivial. Hey, guck mal, ein Klavier. Ein Klavier. Du hast die Poseidon-Orgel erhalten. Das ist ja noch absurder als meine Aussage, ein Klavier. Klingt auch nur bedingt nach Orgel. Flöte, die Musik der Flöte weist den Weg. Wie nennst du hier Flöte, du Pfeife? Und ich nehme den schnellen Weg nach ganz unten. Das war jetzt überhaupt nicht meine Absicht. Ich habe nicht dran gedacht. Wenn ich da den scheiß Berg jetzt wieder nach oben laufen. Will nicht. Die Eule kam gar nicht, um mich zu nerven. Sehr gut. Muss hier wenigstens der Gesülze nicht anhören. Doch kein Schwein interessiert. Kein Schwein interessiert. Kein Schwein ist rasiert. Ich kurz überlegen, geh mal weg. Halt, falsche Taste mal wieder. Da musste ich. Musste ich da? Ich überleg's gerade. Musste ich da durch die Höhle oder. Ja, wenn ich hier lang gehe, komme ich ja nicht. Nee, da komme ich ja. Nee, da komme ich nur dahin. Also musste ich. Oh, ich musste. Also gehen wir den Scheißberg wieder hoch. Das ist nur minimal nervig. Halt, falscher Stein.
Gut. Aber hier muss ich nicht ganz hoch. Ich muss nur, wo ist überhaupt mein Gockel hin? Details. Interessiert doch eh kein Schwein. So. Ich mag die gedämpften Schritte. Hallo, ich gehe den Berg schon wieder hoch. Das ist zu voll. Ich bin eindeutig aus. Also mal kurz gucken, da musste ich jetzt dann da rein. Ach, da ist er ja. Oh Mann, dieser Gockel hat ja ein Temperament. Ich fliege. Ja. Der hat seinen Spaß. Ich muss arbeiten. Ja, die Welt ist ungerecht. Hilfe? Okay, ein paar Monster haben mich hierher gebracht. Was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst. Flup. Danke, Kongi. Das war Rettung in letzter Not. Ah, Kongi. Ach, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber Honki, warum bist du groß geschrieben? Das ist doch völlig bescheuert. Marin. Huch, Otarin. Ja, dann muss ich wohl gehen. Jetzt kommt das Ding. Ich habe Klebstoff. Du kennst also das Mädchen, das die Ballade vom Windfisch vor dem Ei gespielt hat. Jenes Lied, das Schlafen aufweckt. Wollt ihr etwa den Windfisch aufwecken? Das nächste Musikinstrument ist im Westen beim Reptilienfelsen. Beim Lied kannst du den Stein zum Leben erwecken. Ach toll. Oder musste ich da runterspringen? Nee, das ergibt keinen Sinn. Autsch. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Vermutlich war das falsch. Nein, das sieht richtig aus. Halt, ich habe den Innenhaken ausgerissen. Sieht richtig aus. So. Ach ja, ja. Definitiv richtig. Ich habe mich Stein beschmissen. Das muss richtig sein. Autsch. Voll ins Gesicht hier. So, hier runter. Ein paar Gegner zerhackstückeln mit einem Schlag und dann habe ich es auch fast schon durchgespielt, das Spiel. Jetzt müsste ich. Ich kann es nicht ausschalten, okay. Aber ich kann drum rumlaufen. Tschüss. So, brauche ich hier nicht auch wieder einen Schlüssel oder ist das schon offen? Brauche ich nicht für alles einen Schlüssel. Dann eben nicht. Ich wollte dich eh nicht töten. Die falsche Waffe ausgerüstet. Die falschen Gegner. Auf den falschen Schlauch. Ach, leck mich doch. Mach's mal auf. Er ist mir noch nicht lebendig genug. Mach ihn noch ein bisschen lebendiger. Okay, einfach draufschlagen. Bitte vierfachen Schaden ist das jetzt nicht so wild. Ich sollte die Wirbelattacke nehmen, die macht glaube ich nochmal doppelten Schaden. Level 8, Reptilienfelsen. Letzte Dungeon, meine Freunde. Ist zum Glück gar nicht groß. Und der ist weg. Was soll denn der Scheißdreck hier? Gehe ich jetzt auf lustige Schalter suchen. Och, Fee. So, zum Thema Fee. Jetzt bestimmt ich dieser einzelne Krug da ganz oben. Das war der ganze einzelne. Leck mich doch. Das war der einzelne Krug ganz oben. Weil da habe ich ja nie gerechnet. Ich will die Flammendinger auch gar nicht vernichten. Egal, was du willst. Gemacht, wie es gemacht wird. So, runter.